Hallo und herzlich willkommen bei Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dennis und nehme euch mit auf meine Reise mit Immobilien. Wie gestern angekündigt, möchte ich heute über Eigenkapitalrentabilität sprechen. Ich rede dabei über die Brutto-Eigenkapitalrentabilität, weil es doch sonst etwas zu komplex wird. Und diese zeige ich euch auf an meinen ersten vier Objekten, die ich euch bisher in meinen anderen Videos gezeigt habe. Fangen wir also an mit meiner allerersten Wohnung. Diese hatte ich für 66.000 Euro gekauft und habe insgesamt 9.000 Euro Eigenkapital dort eingesetzt. Ich habe meinen Computer hier gerade dabei, weil ich nicht alle Zahlen im Kopf habe. Das heißt, also ich werfe da ab und zu noch mal einen Blick drauf, um mich zu vergewissern. Ich habe also 9.000 Euro eingesetzt und habe bei 500 Euro monatlicher Kaltmiete eine Jahresnetto-Kaltmiete von 6.000 Euro. Diese 6.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete teilt man nun durch das eigene Eigenkapital und multipliziert es mit 100. Das heißt also, in diesem Fall teilen wir 6.000 durch 9.000 mal 100 und kommen auf eine Brutto-Eigenkapitalrentabilität von 66%, die wirklich sehr gut ist. Wo bekommt man das heutzutage schon noch? Für meine zweite Wohnung habe ich eine Kaltmiete von 675 Euro und 8.100 Euro dementsprechend Jahres Netto-Kaltmiete und habe damals 13.500 Euro Eigenkapital eingesetzt. Es war zwar im Verhältnis etwas weniger, weil ich keinen Makler dabei hatte, musste aber 5.000 für die Renovierung ausgeben, sodass 13.500 geteilt, also 8.100 durch 13.500 geteilt, komme ich ziemlich genau auf 60% Eigenkapitalrentabilität, was auch immer noch ein super Wert ist. Es lag aber auch bei beiden Objekten daran, dass ich die günstig einkaufen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt kommen wir zu meiner Gewerbeimmobilie, von der ihr ja schon gehört habt, dass da nicht alles immer nach Plan gelaufen ist. Also erstmal beim Kauf brauchte ich schon mal 50.000 Euro Eigenkapital, während die ersten beiden Wohnungen noch 100% finanziert waren. Das heißt also, der gesamte Kaufpreis von der Bank kam, musste ich hier etwas mitbringen, weil das Risiko bei Gewerbe immer höher ist als bei Wohnungen, weil man dort mit mehr Leerstand zu kämpfen hat und weil einfach der Wert der Immobilie auch davon abhängt, wie gut sie denn vermietet ist. Und in dem Fall war mein Objekt ja zu dem Zeitpunkt gar nicht vermietet. Das heißt also, dort habe ich insgesamt 50.000 Euro Eigenkapital schon mal vom Kaufpreis alleine mitgebracht. Dann hatte ich 17.500 Euro Nebenkosten ohne Makler. Und wie ihr schon wusstet, sind die Renovierungskosten explodiert. Da hatte ich aber ein zusätzliches Darlehen von 40.000 Euro für diese Renovierung, musste also 30.000 Euro nochmal Eigenkapital mitbringen, was insgesamt 97.500 Euro Eigenkapital von mir selber bedeutet, die in diesem Objekt, in dieser Büroetage meiner einzigen Gewerbeeinheit stecken, was eine ganze Menge ist, wenn man überlegt, was ich damit an anderen Immobilien hätte kaufen können. Wenn man nun diese 24.000 Euro Brutto-Kaltmiete, also 2.000 Euro im Monat, durch die 97.500 teilt, kommt man immerhin noch auf eine Eigenkapitalrentabilität von 25%. Das ist aus meiner Sicht immer noch in Ordnung. Natürlich nicht so gut wie bei den anderen Objekten, aber 25% garantiert einem an der Börse natürlich auch niemand. Kommen wir nun zu meinem letzten Objekt, also der ETW 3, was meine dritte Wohnung im gleichen Haus war. Die habe ich ebenfalls für 675 Euro im Monat vermietet, was einer Jahresnetto-Kaltmiete von 8.100 Euro entspricht. Dort habe ich auch 10.000 Euro vom Kaufpreis mitbringen müssen von den 95.000 und insgesamt mit Makler und Renovierung nochmal 16.400 reingesteckt, also insgesamt 26.400 Euro, was 8.100 durch 26.400 eine Eigenkapitalrentabilität von circa 30% ausmacht. Fassen wir kurz zusammen: 66% beim ersten, beim zweiten 60%, beim Laden nur 25%, bei der dritten Immobilie, bei der dritten Wohnung 30%. Das heißt also, ohne es zu wissen, habe ich damals eigentlich aus Investorsicht die Sache gut gemacht, als ich die ersten beiden Wohnungen gekauft habe und bei den anderen beiden Objekten aus meiner Sicht jetzt heute ein wenig zu viel Eigenkapital reingesteckt, weil ein Investor möchte natürlich erstmal wachsen und möchte eine möglichst hohe Eigenkapitalrentabilität haben, weil das Eigenkapital ist in der Regel natürlich nur begrenzt verfügbar. Das heißt also, er nimmt lieber einen höheren Zinssatz in Kauf und dafür
dort dann einen geringeren Einsatz von Eigenkapital mit einer erhöhten Eigenkapitalrentabilität umzusetzen. So war es dann auch bei mir. Die Wohnung, mein Ziel, eine Wohnung pro Jahr zu kaufen, hatte ich in 2018 schon im Mai erreicht. Und dann habe ich mir gesagt, ich verdoppel mein Ziel, ich möchte jetzt jedes Jahr zwei Wohnungen kaufen. Bin dann auch etwas mal in die Analyse gegangen, habe mich etwas mehr mit diesen Zahlen beschäftigt, von dem ich euch erzählt habe: Kaufpreisfaktor, Bruttomietrendite, Eigenkapitalrentabilität. Das sind jetzt erstmal die drei wesentlichsten. Mit denen habe ich mich beschäftigt und habe überlegt, wie ich das jetzt umsetzen kann, dass ich mit dem Eigenkapital, was mir zur Verfügung steht, also ich konnte zu dem Zeitpunkt ca. 2.000 Euro im Monat sparen, vielleicht mal 2.500 in einem guten Monat, hatte also irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 Euro im Jahr, die ich in Immobilien investieren konnte. Und damit ich möglichst diese zwei Immobilien kaufen konnte, war für mich klar, bei den nächsten Objekten brauche ich wieder eine 100% Finanzierung. Eine 100% Finanzierung bedeutet also, dass die Bank den Preis zu 100% bezahlt und man selber die Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar, Gerichtskosten und Makler bezahlt oder auch Renovierungskosten. Nun war mir das klar und ich hatte für mich selber festgelegt, es geht weiter, die nächste Wohnung mache ich das Ganze besser und war auf der Suche und habe mich an verschiedene Makler gewendet und habe es dann sogar geschafft, vor Weihnachten noch eine weitere Immobilie zu finden und diese beim Notar zu beurkunden. Darüber hinaus werde ich euch nochmal ein Video machen, was die Vor- und Nachteile einer 100% Finanzierung darstellt und das wäre es heute zur Eigenkapitalrentabilität. In meinem nächsten Video seht ihr dann, wie ich meine vierte Wohnung, die erste außerhalb des eigenen Hauses, gekauft habe. Und zusätzlich werde ich dann diese Vor- und Nachteile der 100% Finanzierung darstellen. Und darüber hinaus habe ich heute etwas ganz Besonderes. Wirklich live heute Abend um 20 Uhr läuft eine Auktion aus. Das heißt also, ich bin interessiert gewesen, eine erste Immobilie in Bremen zu kaufen, da ich gedacht habe, ich muss mich etwas diversifizieren, also auch eine Wohnung außerhalb von Osnabrück zu kaufen. Das heißt, heute Abend live am, was haben wir heute, 7. Februar, könnt ihr live dabei sein. Ich versuche live zu gehen auf YouTube und ihr seid live dabei, wenn ich mein Höchstgebot eingebe in diesem Bieterportal der Sparkasse. Und ihr werdet live sehen, ob ich den Zuschlag dafür bekomme oder nicht. Ich hoffe, dass das alles so läuft. Ich habe das gestern bei YouTube beantragt, dass man live gehen kann. Sollte das nicht klappen, mache ich im Anschluss ein Video davon. Aber aktuell gehe ich davon aus und werde euch noch darüber informieren, ob es denn dann stattfindet oder nicht. Also schaltet gerne heute Abend wieder ein. Und wenn ihr das und auch meine zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr hier unten meinen Kanal abonniert. Da kommt gleich ein roter Button. Und ansonsten in Zukunft nichts verpassen. Euer Dennis von Immo Incubator macht auch Immobilien zu eurer Mission.